Ja, hallo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Siegfried Eichhorn, für die, die mich nicht kennen. Und ich filme seit ca. 4 Jahren ausschließlich mit Sony-Kameras. Ich habe selber 2 Stück, die A7S II und die A7 III. Und jetzt gerade so seit einem Jahr nehme ich mehr und mehr YouTube-Videos auf und filme mich dabei selber und habe da jetzt mit meinen Sony-Kameras ein Riesenproblem. Weil ich habe schon so viele Shots einfach verkackt, weil ich nicht im Frame war, weil ich nicht richtig belichtet war, weil der Fokus nicht gepasst hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Produkt oder irgendwas gezeigt habe, ist der Fokus gesprungen vom Gesicht auf das Produkt und hin und her. Das nervt mich unheimlich und da muss ich echt sagen, ich würde mich so freuen, wenn es Sony irgendwann mal schafft, auf der A7er Reihe einen Flipscreen, einen hochklappbaren oder einen Screen, den man zur Seite umklappen kann, da irgendwie mit ranzubauen. Jetzt ist es so, ich habe jetzt auch keine Kohle mehr, eine neue Kamera zu kaufen, selbst wenn dieser Flipscreen rauskommt. Und ich habe 3 Möglichkeiten gefunden, mir da zu helfen, mich selbst zu sehen, wenn ich mich alleine filme. Also es gibt 3 Lösungen, wobei ich eine präferiere, eine finde ich richtig, richtig geil. Und die zeige ich euch jetzt gleich am Anfang und sage euch dann auch, warum ich diese Version am besten finde oder diese Alternative. Und die Sony 7 Alpha Kameras sind ja spiegellose Kameras, aber meine A7S II in dem Fall hat jetzt einen Spiegel. Und das ist meine Lösung. Ein ganz pfiffiger Typ aus Florida, ich glaube, der ist um die 20 Jahre alt, hat dieses Patent erfunden und verkauft für die Sony Alpha Serie diesen Flippy Screen, der ultra leicht ist. Der wird hier einfach nur an den Blitzschuhadapter rangebaut, der dieses Display wird ein Stückchen hochgeklappt und dann spiegelt sich das Bild im Spiegel und man kann super gut beurteilen, bin ich im Fokus, nimmt die Kamera Ton auf, nimmt sie überhaupt auf. Das Thema hatte ich ja so oft, dass ich immer um das Stativ herumgerannt bin und musste gucken, ah, nimmt die jetzt gerade auf, passt alles, ja, ja, passt, passt nicht, nochmal aufnehmen. Das ist eine sehr, sehr leichte Lösung, gerade auch wenn man draußen unterwegs ist und filmt sich so selber. Die kann man sich einfach ganz, ganz gut eigentlich so damit filmen, weil das Gewicht ist minimal, es fällt kaum auf und diese Lösung ist top. Man kann sogar auch noch, kann ich euch mal zeigen, hier das Mikrofon anschließen. Das baut ihr einfach hier so drauf, das wird dann hier einfach festgeschraubt. Ich zeig's mal, zack. Dann kommt hier noch das Kabel in den Mikrofonanschluss und fertig ist der Lack. Es ist analog, ihr braucht keine Batterien dazu und es funktioniert einfach. Also der Bub, der das in Florida erfunden hat, nennt diese Konstruktion K-Mirror. Das ist also die Kombination von Kamera und Mirror. Ich habe mir das Ding bestellt, kostet glaube ich $30 und es lohnt sich wirklich. Also tolle Sache. Die zweite Alternative, sich selber beim Filmen zu sehen, wenn man dann nur alleine ist, ist einen externen Monitor anzuschließen. Ich nutze hier den Small HD Focus Monitor. Damit kann man natürlich sehr gut den Fokus beurteilen. Man kann auch die Helligkeit und alles sehr gut beurteilen. Das Ding hat nur einen Nachteil, der Monitor ist schwer. Im Zusammenspiel mit dem dicken Akku, das ist noch ein dünnerer, es gibt noch viel dickere, ist das Ding schon ein Klopper. Also man kann echt schwierig mit dem Monitor so rumlaufen. Und wenn man sich vorstellt, man hat jetzt hier noch ein Mikrofon dran, das zeige ich euch mal, hat zwar hier wunderbar Platz, man schließt das Kabel an, dann habt ihr nochmal mehr Kabel und nochmal mehr Gefitzel, mit dem ihr euch irgendwie rumschlagen müsst. Also es ist nicht unbedingt das optimale Setup, wenn man draußen unterwegs ist, weil es einfach zu klobig und zu schwer ist. Aber der größte Nachteil in Verbindung mit einem Monitor und der Sony Alpha 7 Serie, also der A7 III oder A7 S3 ist, wenn ihr das Ding anschließt und den Record-Button drückt, schaltet die Kamera automatisch die Gesichtserkennung aus. Und das ist echt schade, weil die Gesichtserkennung ist phänomenal gut bei den Kameras. Aber die ist dann einfach ausgeschaltet und die Kamera stellt dann einfach das scharf, was im Vordergrund steht. Den Monitor nehme ich eigentlich nur her, wenn ich für Kunden irgendwelche Filme drehe, weil dann stehe ich hinter der Kamera und fokussiere sowieso manuell, dann brauche ich keinen Autofokus.
den der Monitor oder die Kamera ausschaltet, wenn man damit filmt. Die dritte Alternative, sich selber beim Filmen zu sehen und das Bild gut beurteilen zu können, funktioniert eigentlich noch über Apps. Sony selber hat ja diese Imaging Edge App entwickelt. Die funktioniert so, dass ihr, wenn ihr ein iPhone zum Beispiel habt, das mit der Kamera verbindet über so einen Barcode oder über den NFC-Chip. Und dann könnt ihr das Bild eigentlich auch ganz gut beurteilen. Da habe ich aber auch ein Problem damit. Das Bild kommt leider zeitverzögert auf dem Handy an und es ruckelt. Und manchmal wird auch der Bildschirm schwarz, dann muss ich wieder zum Stativ rennen, die App wieder mit meiner Kamera extra verbinden. Das nervt mich auch ziemlich, muss ich sagen. Selbst mit der Sony A7 S2 kann sich die Kamera per Wi-Fi verbinden. Es ist nicht allzu komfortabel, vor allen Dingen, wenn sich das Handy ab und zu ausschaltet. Also der Bildschirm ist schwarz, es kommt in den Standby-Modus, dann muss man wieder alles neu verbinden mit dem QR-Code oder mit diesem NFC-Chip. Und man hat dann auch wieder diese Rumrennerei und es ist einfach immer noch eine Notlösung. Aber betrachtet man jetzt alle drei Notlösungen, in Summe gefällt mir wirklich diese Spiegelvariante von Cameroa eigentlich am besten. Kostet keinen Akku. Man kann das Bild sofort gut beurteilen und wiegt kaum was. Also, mein Favorit ist und bleibt diese Spiegellösung. Jetzt habe ich auch endlich mal einen Spiegel an meiner spiegellosen Kamera. Das Gute ist, wenn ich den Spiegel nicht brauche und mir die Bilder anschauen will, klappe ich ihn halt einfach hoch. Das war's jetzt von mir. Wenn ihr handwerklich begabt seid, könnt ihr hier dieses Teil auch nachbauen. Ich kann es nicht, deswegen habe ich mir einen Spiegel gekauft. Bye bye, ciao, euer Sigi, bis bald.